Guten Abend und herzlich willkommen miteinander. Hinein zum Online-Vortrag. Auch für mich etwas ganz Neues in dem Sinn. Darum, wie es halt ist, wenn wir digital arbeiten. Was mich sehr freut heute Abend mit euch. Ein paar technische Spielregeln. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Und sonst könnt ihr den Ton nach wie vor selber ein bisschen auf- oder abschrauben. Euer Mikrofon bleibt bitte während dem Vortrag ausgeschaltet. Das hat einen einfachen Grund. Sonst haben wir so viel Tongenosch, dass niemand mehr rauskommt und niemand mehr etwas hört. Ja, schön seid ihr heute dabei. Der Mutige gehört die Welt. Schön habt ihr den Mut, hinten dabei zu sein. Es freut mich sehr, nach hinten so ein bisschen in meine Welt zu entführen. In meine faszinierende Welt vom Menschsein. Mein Name ist Martin Graf. Ich bin Coach und psychologischer Berater und mein Geschäft, habt ihr sicher auch schon gesehen, heisst Be Yourself. Auch dort hat der Mutige gehört, die Welt sich selber sein. Und sich selber sein heisst Mensch sein. Und wie ihr alle wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist das so je nachdem im Alltag eine Herausforderung. Und ich werde mich hin auf eine Reise mitnehmen und euch so ein bisschen verschiedene Aspekte vom Menschsein erläutern, verschiedene Ebenen aufzeigen, so dass ihr euch ein Bild machen könnt. Ein Bild, wo ich hoffe, dass am Schluss so ein bisschen die Erkenntnis daraus herauskommt, auch ein neues Selbstverständnis für sich selber zu haben. Und wenn es um das Menschsein geht, fangen wir doch gerade am naheliegendsten an. Das ist nämlich das, was ihr jetzt hier von mir seht. Wir fangen beim Bits Fleisch an. Wir alle haben einen Körper. Das ist auch das, was ihr jetzt wahrnehmt, wenn ihr so gemütlich hockt und mir lauscht. Das Schöne an unserem Körper ist, im Unterschied zu den anderen Aspekten, die ich dann noch erläutere, unseren Körper können wir sehr gut selber wahrnehmen. Also ist für euch alle klar, wo der Körper anfängt, ist sehr gut abgrenzt. Also das geht von den Zehen da bis zum Haarspitz, ist klar, was eues ist, also was meins ist und was alles nicht meins ist. Und gerade so im biologischen Innen ist das sehr gut, weil das grenzt ja klar ab. Und wenn es darum geht, das Thema Angst, und so ein bisschen am Schluss so der Mutausbruch daraus raus, das Thema Angst erläutern, fangen wir am einfachsten auch gerade im biologischen Teil an, weil Angst ist etwas, das seit Jahrzehnten im System Mensch angelegt ist. Und das hat sogar gute Zwecke. Und damit ihr da nicht zu fest nur meinem Gestikulieren müsst zuschauen, habe ich einen Flipchart vorbereitet, wo ich das Ganze aufzeigen kann. Und dort fangen wir an, im biologischen System. Mensch sein heisst, wir haben alle ein sogenanntes Stammhirn. Die sagen dem vielleicht auch Reptilienhirn. Das Stammhirn ist etwas sehr Faszinierendes, weil das haben wir alle. Das ist evolutionsbedingt sogar die älteste Schaltzentrale. Und das ist die Schaltzentrale von unserem Körper. Stammhirn heisst, dass ihr noch etwas darunter vorstellen könnt. Das Schalthirn sorgt tagtäglich dafür, dass ihr funktioniert. Ihr heisst in diesem Fall euer Körper. Stammhirn reguliert zum Beispiel eure Atmung. Wo das könnt ihr euch jetzt schnell achten, während ihr jetzt da auf dem Stuhl oder auf dem Sofa hockt, muss niemand von euch die ganze Zeit noch daran denken, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das macht den Körper von alleine. Genauso wie euer Herzschlag. Und auch andere Funktionen, zum Beispiel jetzt dafür sorgen, dass ihr nicht vom Stuhl kippt. Das regelt ebenfalls das Stammhirn. Stammhirn, das könnt ihr nicht direkt beeinflussen. Und das kennt ihr wahrscheinlich, die meisten von euch werden schon mal im Sommer im See oder in der Body oder vielleicht auch daheim in der Badwanne mal einmal probiert haben, wie lange kann ich unter Wasser die Luft anhalten. Und
alle haben festgestellt, dass irgendeinmal der Drang zum Auftauchen, der Drang zum Luft holen, grösser ist als der Wille, unter Wasser zu bleiben. Was wiederum dazu führt, dass ihr es nicht schafft, euch selber zu ertränken, weil die Stammhirne dort in dem Moment reagiert und euch überstimmt, auch wenn man mit dem Willen es gerne anders will. Stammhirne, das hat evolutionsbedingt noch ganz andere Fähigkeiten. Und da kommen wir schon zum Thema Angst. Es gibt so gewisse Standardgrundgefühle. Heute kümmern wir spezifisch um das Thema Angst. Und die Standardgrundgefühle, die sind im Stammhirn ebenfalls verankert. Weil Stammhirn sorgt dafür, dass wir biologisch, also physiologisch, überleben. Physiologisch überleben heisst so viel wie, müsst euch mal vorstellen, so zu Zeiten, wo wir noch Höhlenbewohner waren und das Modell übrigens etwas so ähnlich Gleiches auch schon gegeben hat. Ja, da hat es noch so Säbelzahntiger gegeben, Langhaarmammuts, Grizzlybären. Und Stammhirn war dann überlebenswichtig. Wo stellt euch mal vor, man ist auf der Jagd, will ein Tier erlegen oder vielleicht auch beim Bären suchen. Und plötzlich kommt hinter einem Ecke ein Säbelzahntiger vor. Nun ist es heute noch so, he? Wenn ihr dort würdet denken, ja, was soll ich jetzt, was habe ich für Optionen, dann seid ihr schon lange gefressen worden. Sprich, die Stammhirne sorgt dort dafür, müssen wollen zu überleben. Das heisst so viel wie, wenn ein Säbelzahntiger hinter einem Ecke vorkommt, ist es zentral, dass wir nicht mehr denken, sondern reagieren. Reagieren heisst in dem Moment Angst. Und Angst wirkt sich aus auf drei verschiedene Art und Weise. Ihr werdet lachen, wenn ihr es hört. Eine Variante ist die Flucht. Eine andere Variante ist Kampf. Und die dritte ist erstarren, zur Salzsäule erstarren. Heisst so viel wie, beim Säbelzahntiger habe ich die Variante, wo die Stammhirne nachher reagiert, entweder so schnell wie möglich zu flüchten. Und jetzt wisst ihr auch, warum dass der Mensch schon zu Urzeiten ein Herdentier war. Zu Urzeiten, das waren eher kleinere Gruppen. Aber der Vorteil von Gruppen ist, dass man gemeinsam stärker ist, dass man gemeinsam auch andere Möglichkeiten hat. Und wenn jetzt eben der Säbelzahntiger kommt, muss ich nicht schneller sein als der Säbelzahntiger bei der Flucht, sondern ich muss nur schneller sein als alle anderen der Gruppe. Eine andere Variante ist Kampf, der Kampfreflex. Wenn man eine Chance sieht, beziehungsweise vielleicht nicht flüchten kann, mobilisiert Stammhirne auch alle Kräfte, um zu kämpfen. Und das Dritte ist erstarren. Nun macht es nicht Sinn, wenn ein Säbelzahntiger hinter einem Ecke vorkommt, zu erstarren, weil der denkt sich der, lecker, das Mittagsbuffet, der bewegt sich nicht mal. Erstarren hat ganz eine andere Funktion. Und zwar, wenn man vielleicht beim Pilzsammeln damals im Wald im Dickicht war und plötzlich von weitem gehört hat, dass ein Bär daherkommt, hat man die Möglichkeit gehabt, flüchten ist nicht so clever, weil ein Bär sieht über Bewegung sofort aus, oder? Dann hat er nicht. Kämpfen ist je nachdem, wenn man alleine ist, auch nicht so eine gute Option, da man unterlegen ist. Und dann gibt es die dritte Funktion, zur Salzsäule erstarren. Das heisst, wenn ich hinter einem Busch bin und wirklich erstarre, dann hört mich der Bär nicht, er sieht mich nicht, er nimmt mich nicht wahr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach vorbeizieht, ist sehr gross.
Erstarren hat auch damit zu tun, dass man wirklich, wie eine Salzsäule, sich nicht bewegt. Und das sind alles Funktionen, wie auch Körperfunktionen, die die Stammhirne reguliert. Das Schöne daran ist, in Urzeiten hat sich das beschränkt auf Gefahrensituationen. Dort, wo eben Angst wirklich angebracht war und das waren reale Gefahrensituationen. Wenn wir das jetzt aber in die heutige Zeit nehmen, meine, wer von euch ist das schon passiert, dass plötzlich hinter einem Ecke ein Säbelzahntiger ist vorgekommen oder je nachdem müssen flüchten, kämpfen oder erstarren? Wahrscheinlich bei niemandem. Aber wichtig zu wissen ist, die Grundfunktionen, die sind heute noch da. Heute haben wir aber im Vergleich zu der Urzeit noch ein schönes Geschenk bekommen, das sogenannte Grosshirn. Das ist der Teil, der die Stammhirne umgibt. Das ist der Teil, der evolutionsbedingt erst später ist dazugekommen und sich in diesem Sinn aufgebaut hat. Und das ist auch das, was der Mensch, darum nennt man uns auch die Spitze der Nahrungskette, das ist das, was uns von allen anderen Wesen auf dieser Kugel unterscheidet. Wir haben die Fähigkeit zu denken. Ja, ich weiss, es braucht es vielleicht nicht alle immer gleich, aber es ist allen gegeben. Denken heisst so viel wie, das muss ich wahrscheinlich niemandem erklären, im Alltag macht man sich ganz viele Gedanken über ganz viele Sachen. Das fängt vielleicht beim Chef oder bei der Chefin an, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Partner, Partnerin, Kind, Kollege, Kollegin, und wenn ich einkaufe, noch um alle anderen, die dort rum sind. Das ist die Leistung des Grosshirns. Ich gehe nicht auf einzelne Bereiche ein, wo das macht hier keinen Sinn. Wo mir geht es darum, Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen, Funktionsprinzip aufzuzeigen, so dass ihr eine Möglichkeit habt, nach ab morgen ein bisschen anders zu beobachten, ein neues Verständnis für euch selber zu entwickeln. Das Grosshirn hat nämlich die Möglichkeit, zu denken, zu hinterfragen, aber auch sich vorzustellen. Hat auch die Möglichkeit, Bilder zu generieren. Ich sage dem sehr gerne immer, egal um was es geht, dann geht es ums Kopfkino. Kopfkino heisst so viel wie, dass vieles, was wir im Alltag denken, in dem Sinn wirklich wie ein Film ist, der abläuft. Und hat in der Regel nicht immer so viel mit der Realität zu tun. Weil wenn wir jetzt unterscheiden, die Stammhirne hat ursprünglich die Programmierung, auf reale Gefahren zu reagieren. Und zwar schnell. Das sind Automatismen, das sind Reflexe. Das studiert ihr nicht mehr, da geht die Post so richtig ab. Da wir in heutiger Zeit ja nicht mehr müssen ums physische Überleben kämpfen. Das hat einen einfachen Grund. Das kennt ihr vom Einkaufen, das sind Gestelle voll. Man könnte auch sagen, der Wohlstand, den wir haben, macht eigentlich das physische Überleben fast ein bisschen wie überflüssig. Die Funktion ist trotzdem noch da. Und der moderne Mensch hat so ein Talent entwickelt, die Funktion ein bisschen auf eine komische Art und Weise zu brauchen. Bei uns im Alltag geht es schon lange nicht ums physische Überleben, sondern mit dem, was wir primär spielen, ist das psychische Überleben. Das soziale Überleben. Ich tue das auch noch drauf.
sozialen Überleben steht im Konträren zum physischen Überleben. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber Moment, im Alltag kämpfe ich doch nicht ums soziale Überleben und schon gar nicht ums psychische Überleben. Sondern ich bin ja da, mir geht es gut. Und das ist sicher auch noch ein spannender Aspekt, ja, uns geht es allen gut. Das hat schon mal den Grund, niemand von uns muss in der Regel ums physische Überleben kämpfen. Im Alltag, und jetzt wird es beim einen oder anderen vielleicht Klick machen, im Alltag hat es den Effekt, unser Denken und das soziale Überleben. Kennt ihr so Gedanken wie, ja, was denken echt die anderen über mich? Wie sollte ich mich jetzt echt verhalten, dass es keinen Konflikt gibt? Was sage ich jetzt auch und was schweige ich lieber? Genüge? Ist der Chef oder die Chefin echt zufrieden mit mir? Wenn wir noch gerade bei der jüngeren Gesellschaft ein bisschen die sozialen Medien reinnehmen, wo ganz viel Meinungsbildung drin ist, wo ganz viel, wie man sollte sein, was man sollte sein, was man noch alles sollte machen drin ist, wird die Geschichte schon viel spannender. Wenn wir noch so ein bisschen die allgemeinen Nachrichten reinnehmen, wo wir tagtäglich berieselt werden, mit was auch immer für Informationsfluten, dann merkt ihr, dass da unser Grosshirn, wo im Prinzip nichts anderes ist als ein Supercomputer, der Daten verarbeitet, dass das so ein bisschen an eine Grenze kommt. Grenze heisst, das Grosshirn nimmt alles wahr durch den Tag. Alles, was im Aussen ist. Und darum ist unser Blick in der Regel immer ins Aussen gerichtet. Man macht sich ganz viel Gedanken über andere. Man stellt bei anderen ganz viele Sachen fest. Und all das führt so zu einem Kopfkino, das kennt ihr sicher. Wenn es so ein bisschen zu studieren oder nicht mehr zum Studieren auskommt. Jetzt wird es spannend. Unser Stammhirn ist nicht in der Lage, und das hat einen einfachen Grund, zu unterscheiden zwischen realen Gefahren, der Säbelzahntiger, der hinter dem Busch vorkommt, und fiktiven, denkten Gefahren. Kopfkino, das ist auch immer ein Bild. Stammhirn, ja, vor 30'000 Jahren zu Höllenzeiten hat es noch kein Fernsehen gegeben, hat es noch kein Tablet, kein Nattel gegeben. Und darum hat das Stammhirn, fairerweise müssen wir sagen, das Stammhirn ist ein bisschen dumm. Es ist eine Schaltzentrale, die funktionieren muss. Und dumm sein heisst in dem Sinn, das Stammhirn kann nicht unterscheiden zwischen realen Gefahren und fiktiven Gefahren. Jetzt, wenn ihr euch im Alltag regelmässig dafür Gedanken machen, von wegen, ja, verliere ich echt meinen Job, ja, wie steht es um Partnerschaft, finde ich vielleicht wieder jemanden, finde ich niemanden, ja, wie ist es im Freundeskreis, jetzt so ein bisschen mit Distanz und so, dürfen sich dort auch Bilder generieren, wo so ein Säbelzahntiger herkommen. Und jetzt ist es unheimlich faszinierend. Stammhirn reagiert dummerweise eben auch aufs Kopfkino. Was so viel heisst wie fiktive Vorstellung. Und Angst ist immer eine fiktive Vorstellung, was könnte passieren. Im Kontext vom Grosshirn. Also tut ihr euch so mit, was theoretisch passieren könnte, beschäftigen. Das Stammhirn bekommt die Bilder mit. Das hockt im Kinosaal und schaut da eurer Vorstellung zu. Und jedes Mal, wenn ihr eine fiktive Gefahrensituation generiert, reagiert
euer Stammhirn, weil es davon ausgeht, oh, Achtung, Säbelzahntiger. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt im Alltag, machen wir mal ein paar Beispiele dazu, so angespannt sein. So ein bisschen wie ein Pfeilenbogen angespannt sein, das sind die, die in der Regel am Wochenende so ein bisschen die Spannungskopfweh haben. Angespannt sein ist bereits eine Stressreaktion. Das kann sein, angespannt sein, parat sein für einen Kampf. Oder je nachdem auch parat sein für die Flucht. Wenn ihr im Alltag merkt, dass so ein bisschen hibbelig und kribbelig zu sein, das sind ebenfalls Ausdrücke von eurem Stammhirn, weil Stammhirn beeinflusst das vegetative Nervensystem und beeinflusst euren Hormonhaushalt. Und wenn ihr aufgrund von entsprechenden Kopfkino-Gedanken vom Morgen bis am Abend unter Strom steht, ist das nichts anderes als Stress. Das Spannende daran ist Stress. Ist nur eine Facette von Angst. Und es ist noch interessant, wenn habt ihr im Alltag jemanden gehört reden, ich habe Angst. Jemand, der euch erzählt, ich habe Angst. Die meisten sagen doch, ich bin gestresst oder ich habe Stress. Und nicht, ich habe Angst. Das ist übrigens ganz spannend. Das ist ein Wort, das man nicht mehr so gerne ins Maul nimmt. Weil Angst, jetzt gerade bei Mann, oder? Angst, das darfst du nicht haben, oder? Das ist ein Tabu. Und Angst wird in der Regel als Schwäche ausgelegt. Dabei ist das eine urbiologische Funktion, die seit eh und je da ist. Das ist keine Schwäche, sondern eine Funktion. Und Stress ist eine Facette davon, gestresst zu sein. Man sagt ja so schön, Stress hat man nicht, sondern Stress macht man sich. Und dort wird es eben interessant beim Sprachgebrauch. Ja, Stress hat man nicht, Angst macht man sich über das Kopfkino. Stress führt auch zu, wie ich vorhin schon gesagt habe, Anspannung. Wut ist zum Beispiel auch so etwas. Weil Wut ist schon mal der Vorläufer vom Kampf. He? Je nachdem der Bewegungsdrang, he, so ein bisschen das nervöse Auf und Ab, das ist so in den Startlöchern für die Flucht. Und das sind alles im Prinzip Nebenprodukte von Angst. Und Angst muss nicht in dem Sinn etwas sein, was real ist, sondern die fiktive Vorstellung darüber, nicht zu genügen, zu wenig zu sein, zu wenig gut zu machen. Das sind Gedanken, die sich nur in eurem Kopf drehen. Aber das kann schon länger, dass euer Stammhirn das als Bedrohung wahrnimmt und darauf reagiert. Und darum ist es so wichtig, sich das im Alltag ein bisschen bewusst zu sein, nicht nur gegen aussen schauen, sondern sich auch wieder mal Zeit nehmen für sich selber. Weil, habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr am Morgen, gut, jetzt aktuell vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn ihr am Morgen aufsteht, dann geht es in der Regel ja schon los. Wenn man eine Familie hat, dann ist die Action auch schon da. Es fängt an, in der Regel nimmt man ja vielleicht noch das Nattel führen oder lässt das Radio an und dann fängt ja die Berieselung schon an. Und Berieselung ist in den meisten Fällen so ein bisschen über das Elend der Welt. Das haben ja Nachrichten so an sich, egal ob Zeitung, online oder im Fernsehen, wie auch immer. Und auch diese Sachen haben Einfluss auf unser Denken. Wir sind beeinflussbar geworden. Und jetzt wird es ganz interessant. Ich habe euch doch am Anfang gesagt, unser Körper, das ist ganz gäbig, das ist klar, wo die Grenzen sind. Es ist klar, was meins ist und was nicht meins ist. Jetzt, wenn es um unser Denken geht, kommt etwas ganz Spannendes dazu.
Wir können ja fühlen. Wir sind emotionale Wesen. Denken heisst auch so viel wie, dass dort Grenzen dummerweise verschwimmen. Ja, was ist jetzt meins? Was haben vielleicht andere über mich gesagt? Was macht das mit mir, wenn ich so, sagt das vielleicht Vorurteil, Kritik oder irgendetwas so höre, was macht das mit mir? Dort wird es schwierig zu differenzieren. Ist das jetzt wirklich meins? Muss ich das zu mir nehmen? Oder ist das einfach die Meinung vom Vis-à-vis? Und mit all diesen Meinungen, die mir tagtäglich berieselt werden, was mache ich mit denen? Sind das meine? Mache ich die zu meinen? Muss ich dort mitschwingen? Und dort kommt jetzt wiederum zum Tragen das psychische Überleben. Weil im Denken, das ist euer Ich, beziehungsweise man könnte auch sagen, das Ego. Da wir, der Spruch kennt ihr, ich denke, also bin ich. Über unser Denken nehmen wir uns als Individuum wahr. Ein Individuum, das vielfältig ist, das vielseitig interessiert ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in unserer Entwicklung, also im Leben, hier und jetzt, wir ganz viele Erfahrungen gemacht haben, ganz viele Eindrücke gewonnen haben. Wir haben eine Erziehung genossen, ja, wo vielleicht strenger war, weniger streng, wo vielleicht gekoppelt war, ja, an spezielle Überzeugungen, spezielle Glaubenssätze, vielleicht auch spezielle Vorstellungen, die die Eltern über uns hatten, wie man sein soll. Und wie man sein soll, das hat sich auch alles eben da in unserem Pfünderli neurologisch verankert. Das heisst, es bildet Muster. Jetzt nehmen wir noch die richtige Farbe, dass es gut kommt. Sogenannte Denkmuster, man könnte auch sagen, Denkstrategien. Und da ist es wichtig, sich mal zu fragen, ja, die Vorstellungen von den Eltern oder auch die Erziehung von den Eltern, oder? In der Regel sagt man ja nachher einmal, wenn man da vielleicht selber Kinder hätte, machen es dann mal anders, he? Aber das Spannende ist, dass die Denkmuster, die Denkstrategien in uns verankert sind und wir nie hingefragt haben, ja, sind das wirklich auch meine Denkstrukturen, sind das wirklich auch meine Überzeugungen? Wenn man mir vielleicht früher mal klar gemacht hat, ja, du musst brav sein, du musst immer anständig sein, du musst immer korrekt sein. Dann haben wir das so gelernt. Und wir sind ja so erzogen worden, dass wir so beim zweiten Mal Widerstand leisten, es aufgegeben haben und sind vielleicht seitdem stets bemüht, brav zu sein, anständig zu sein, schön konform zu sein. Heisst wiederum im sozialen Überleben, dass ich mich ständig den anderen anpasse. Für das ich brav sein kann, muss ich ja immer wissen, was meine Mitmenschen für eine Vorstellung haben, was brav heisst, dass ich dem entsprechen kann. Das heisst, ich fange ein Ich, ein Ego ausbilden, wo ich davon ausgehe, ja, ich muss auch so sein. Ich muss mich auch so verhalten, weil sonst hat man mich nicht gern. Und wenn ich das schon gar nicht so und so tue, dann geht die Postordnung richtig los. Das kennt man ja auch von ganz früher. Und da kann man sich jetzt wirklich kritisch fragen, ja, ist denn das schon alles, was ich bin? Macht das mich aus? Einfach ein Stammhirn, ein Grosshirn, das einfach so funktioniert, standardmässig, wenn ich gesagt habe, Stammhirn ist eine Schaltzentrale. Das sind so die Denkmuster ebenfalls eine Schaltzentrale, die aber ein bisschen dazu führen, dass wir im Alltag ständig das Gleiche wiederholen. Und ganz viel eigentlich ausschliessen, weil wir uns daran orientieren primär, so zu sein
wie bewusst, dass wir das so immer wahrnehmen, wie die Welt unsere Mitmenschen uns gerne hat. Wo man sich aber auch fragen kann, bin das wirklich ich? Weil im Alltag merkt ihr ja, wenn das in Frage gestellt wird, oder, dann werden wir auch ein bisschen räsig. Dann kommt nicht das soziale Überleben auch wieder vor. Es ist mein Ich, das dort rebelliert. Ich will gerne wieder Körper geformt sein. Ich will konstant sein. Und ja, nicht mehr irgendwie verändern, weil Veränderung macht blöderweise wieder Angst. Weil es vielleicht wieder Situationen sind, die ich nicht kontrollieren kann, die ich nicht vorweg beeinflussen kann, die ich nicht weiss, was es denn mit meinem Herzli macht. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, die eigenen Gefühle kommen im Alltag regelmässig zu kurz. Wir sind vom Morgen bis am Abend dran, ja, unseren Tätigkeiten nachzugehen, zu funktionieren, im psychologischen Sinne eben auch zu entsprechen, uns anzupassen, aber eben einem Bild, das wir meinen, müssen wir entsprechen. Und das Schade daran ist, dass wir uns dort irgendwie so ein bisschen verbiegen und in der Regel Gefühle verdrängen. Ich kann euch übrigens anhand von diesem Bild aufzeigen, warum das Alkohol so beliebt ist beim Menschen. Alkohol, ganz nüchtern betrachtet, ist ein Nervengift. Und es ist etwas, nebst Drogen, das dazu führen kann, dass dir die Stammhirne ein bisschen lähmen können. Nervengift heisst, ich kann Stammhirne in dem Sinn ein bisschen betäuben. Was für viele Strategie ist, mal so ein bisschen das Kopfkino auszublenden oder das Ausblenden und zu betäuben vom Stammhirn, erfährt man so einen Moment von Erleichterung, oh, puh, ich bin gerade nicht so gestresst. Das Blöde daran ist, am nächsten Tag, wenn man nüchtern ist, geht das Spiel ja wieder von vorne los. Übrigens ist das auch der Grund, warum es einem nachher gelingt, wenn man Sturz betrunken in eine Klunke geht, kann man tatsächlich in eine Klunke ertrinken, weil wenn ich die Stammhirne so stark betäube, kommt der Atemreflex auch nicht mehr, die Kontrolle ist nicht mehr da. Einfach das so ein als kleine Anekdote. Nun können wir einen Schritt weiter gehen. Also, Stammhirne, Schaltzentrale, Grosshirn, Denkzentrale, ja, sind das wirklich mehr? Und da sage ich, da ich Verfechter bin vom ganzheitlichen Denken, nein, es gibt noch etwas mehr. Und in der Regel, dass ich das mehr kann entdecken, braucht es etwas ganz Essentielles. Bewusstsein. Bewusstsein ist ein schöner Begriff, der in der Regel gebraucht wird für allerlei Sachen. Ich brauche es sehr gerne als eine Funktion und das vielleicht auch ein bisschen bodenständig. Bewusstsein, sich selber bewusst sein oder sich selber bewusst werden. Ihr alle habt ein sehr gutes und ausprägtes Körperbewusstsein. Wie gesagt, das ist der Teil, den wir von morgen bis am Abend brauchen, der uns hilft, Sachen zu begreifen, Eindrücke wahrzunehmen über unseren Sinn und so ein Pfünderli Material geben zum Verarbeiten. Nebst dem Körperbewusstsein kann man einen Schritt weitergehen. Sich bewusst werden, was bin ich denn? Und ihr könnt euch mal überlegen, währenddem, dass ihr ja am Denken seid und die Sachen ablaufen, habt ihr euch schon mal gefragt, wer ist das, was zulässt? Also, wer ist bei euch das Wesen, die Person oder was auch immer, wo euch beim Denken
beim Kopfkino schauen, wer dort schaut und hört? Interessante Frage, hä? Ich sage, Bewusstsein heisst, dass es noch weiteren Punkt gibt. Und der kommt aus der Spiritualität. Sogenannte Selbst. Man könnte vielleicht auch sagen, Seele. Und wenn wir diesen Teil anschauen, das kennt ihr vielleicht auch, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, das sind also Begrifflichkeiten, die eigentlich schon seit langem bekannt sind, die manchmal ein bisschen mystisch und manchmal ein bisschen sehr esoterisch ausgelegt werden. Aber rein von der Funktion her macht es Sinn, wenn man sich von ergründen sich auch mal Gedanken zu machen, ja, wer und was bin ich denn wirklich? Wer und was bin ich hinter dem Denken, hinter dem Kopfkino? Und das kennt ihr alle aus eurem Alltag, wenn ihr merkt, ja, eigentlich möchte ich jetzt mich so und so verhalten, eigentlich möchte ich jetzt gerne das und das sagen, aber ich schweige lieber und tue mich wieder so verhalten, wie man es von mir gewohnt ist. Das heisst, man macht sich wieder über das Kopfkino selber Angst. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt da aus mir rauskomme? Was passiert, wenn ich mich anfange zeige? Was passiert, wenn ich wirklich mich anfange auslebe? Und so verstecken wir uns dann wieder hinter der Angst, weil selber spüren wir ja körperliche Reaktionen. Das ist bei mir übrigens hin, ich da in der Vorbereitung zum Vortrag, obwohl niemand live hier ist. Da laufe ich die Prozesse an. Hier einfach herzustehen, das ist schon ein kleiner Mutausbruch. Wo ich auch nicht weiss, wow, was wird passieren. Am Schluss haben vielleicht alle ausgeschaltet und ich rede nur noch mit mir selber. Ja, das kann ja sein, oder? Und da geht auch bei mir das Kopfkino ab. Das macht auch mir Angst. Ich bin auch nur ein Mensch, wie alle anderen auch. Und die Schwierigkeit dort ist, den Moment auszuhalten und sich einfach bewusst zu machen, aha, das ist nur ein fiktives Kopfkino, das körperliche Reaktionen auslöst. Das ist aber nichts Schlechtes. Das ist einfach unsere Natur, das ist Biologie. Und wenn wir nicht zum Mutausbruch kommen, kommen wir zum springenden Punkt. Mutausbruch heisst nichts anderes als sich bewusst sein, ja, ich habe ein Stammhirn, das reagiert auf komische Vorstellungen, wenn sie angstbasiert sind. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Fernsehen schaut. Das ist so ein ähnlicher Effekt. He? Ihr wisst, ihr hockt daheim im Wohnzimmer, es kann nichts passieren. Schaut mal einen Horrorfilm. Ja, kennt ihr das? Tut das Licht noch ein bisschen dimmen, dann wird es nicht anders. Das ist wieder, weil das dumme Stammhirn nicht unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität. Das Gleiche funktioniert übrigens so, wenn man so eine Schnulze, eine Romanze schaut, wenn man so richtig im Film zerfließt. Das ist übrigens das Gleiche. Dort ist auch das Stammhirn, das halt einfach andere Hormone ausschüttet. Das Gleiche, wenn man eine Komödie schaut. Das löst auch etwas aus. Es löst Freude, es löst Lachen aus. Aber es bleibt eine Fiktion. Und darum ist es wichtig im Alltag. Das empfehle ich Klientinnen und Klienten immer. Also, wenn ihr schon Kopfkino macht, ja bitte, warum tut ihr immer eine negative Auslegung machen? Weil Energie frisst sowieso. He? Denken tut sowieso. Ja, dann gebe ich doch den Tipp, statt ständig eine negative Auslegung zu machen, dass man da in eine Angst kommt, he? Also in Horrorszenarien, die nicht real sind, aber wo man Schiss davor hat, dass sie eintreten können, könnte doch zum Beispiel die gleiche Energie, den gleichen Aufwand brauchen,
ins Selbstvertrauen gehen. Spannende Wort. Meinem Selbstvertrauen. Und anfangen, zum Beispiel am Gelingen umzustudieren, am Können umzustudieren, am Umsetzen umzustudieren. Und nicht sich von morgen bis am Abend Gedanken machen, auf wie viele tausend Arten und Weisen, dass man scheitern kann, auf wie viele Millionen Arten, dass man zu kurz kommen kann, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen jetzt etwas nicht so gehen. Das bringt mich nämlich nichts und vor allem bringt es sich schon mal gar nicht vorwärts. Vorwärts bringt mich einen Mutausbruch, indem es dir erlaubt, die gleichen Ressourcen einzusetzen, aber konstruktiv. Weil, kurze Frage, wer ist der wertvollste Mensch in eurem Leben? Der. Und wisst ihr, wer denn noch das ganze Leben lang an der Backe hat? Genau, euch selber. Und müsst ihr dort nicht Sinn, langsam aber sicher in das Geschöpfli zu investieren, statt vielleicht von morgen bis am Abend sich Gedanken über die anderen zu machen, zu schauen, dass es den anderen gut geht, zu schauen, dass andere bequem haben. Warum nicht sich selber mal in die erste Reihe führen setzen? Anfangen an sich glauben. Weil wenn ich sage, wir sind alles Menschen, seid ihr alle ebenfalls perfekte, vollständige, grandiose Wesen. Ich habe doch am Anfang gesagt, ja, denke ich nicht allen gegeben. Doch schon. Aber die Art und Weise, wie ich die Ressourcen einsetze für meine Selbstentfaltung, das ist entscheidend, euch auf einem Falten. Und zwar nicht, ihr müsst euch nicht um euer Stammhirn kümmern. Das ist einfach da, das ist die Schaltzentrale vom Körper. Seid ihr dankbar, die sorgt nämlich tagtäglich dafür, dass ihr Pause habt, dass ihr atmet, dass ihr lebt. Ihr müsst euch nicht einmal um euer Pfünderli kümmern, das denkt. Weil das ist nur die Datenverarbeitungszentrale, die all die Eindrücke probiert zu verarbeiten. Und wenn man dort ein bisschen hirnlos durchs Leben geht, und das soll nicht despektierlich sein, sondern nur als Funktion, hirnlos durchs Leben gehen, heisst, den eigenen Muster, den anerzogenen Muster, den sich verselbstständigten Muster und Strategie einfach freien Lauf lassen. Führt es dazu, dass man im Leben halt einfach in Situationen reinschädert. Vielleicht sogar gewisse Situationen und Konstellationen immer wiederholt. In der Regel geht man davon aus, dass doch die Umstände, die Welt und die anderen die Schuld sind. Man kommt aber nie auf die Idee, sich zu hinterfragen, liegt es an mir selber? Weil dort würde auch die Macht drinnen liegen. Sich selber wiederum im Mittelpunkt stellen und sich aktiv um euch, um eure Entfaltung zu kümmern. Nicht das zu ermöglichen, was gefühlsmässig für das, was dir brennt. Mutausbruch ist immer gekoppelt an Begeisterung, an Begeisterungsfähigkeit. Aber ich empfehle euch nicht für andere nicht begeistern oder eure Begeisterung für andere aufzuopfern. Braucht Begeisterung für euch, für eure Entfaltung, für eure Entwicklung und euch das zu ermöglichen, was schlussendlich euch gut tut. Mut heisst auch, sich einfach mal zurückziehen, sich wieder einen Moment Zeit nehmen für sich, sich ein bisschen vom Rauschen der Welt isolieren. Dass ihr euch wieder mal spürt, dass ihr euch wahrnehmen könnt. Und zwar der Teil, der hinter ein bisschen Fleisch ist. Das ist ein wunderbares Wesen, das im Fahrzeugkörper hockt. Und wenn ihr mal ein bisschen schaut, ja, wie viel Zeit widme ich dem? Wie viel tue ich so ein bisschen reflektieren?
ich muss manchmal lachen, wenn so Klienten so nach der ersten Sitzung sagen, ja, wow, das ist super gewesen. Jetzt verstehe ich endlich, warum ich so ticke und jetzt, wo ich es verstehe, kann ich einfach anders mit mir umgehen. Da sagen die Leute damals, ja, die Schwierigkeit ist nicht, dass das etwas Schweres ist. Aber wir sind es alle gewohnt, primär uns ein bisschen Fleisch zu unterhalten. He? Über Essen, über Bewegung. Wir gehen regelmässig zum Coiffeur, wir kleiden das Ding ein, sehr kreativ. He? Je nach Saison sogar. Und du dort ganz viel Zeit investieren in diesen Teil. Aber wie viel Zeit tue ich investieren, mich selbst zu entdecken, mich selber zu verstehen, was hinter dem Denken ist. Und erklärt sich so vieles ganz schnell. Weil Mensch sein ist an und für sich nichts Kompliziertes. Wir haben einfach ein Talent, uns das über das Kopfkino selber mega kompliziert zu gestalten. Das muss so nicht sein. Weil alle, dir alle, haben ein erfülltes, zufriedenes Leben verdient. Frieden in euch zu schaffen, hä? Zufriedenheit in euch zu schaffen, ist aber nicht die Aufgabe von euren Mitmenschen, schon nicht die Aufgabe von der Welt, sondern es ist eure Aufgabe, euch um euren Frieden zu kümmern. Und so ergibt sich am Schluss etwas Ganzheitliches. Kurz zusammengefasst, ja, wir haben alle Stammhirn, um das müsst ihr euch nicht kümmern. Glaubt bitte nicht alles, was ihr denkt. Und wenn ihr denkt, tut euch doch mal positiv auslegen. Bedenkt hier, wenn wir es technisch ausdrücken wollen, der Körper ist die Hardware, das Pfünderli ist die Software. Selbst ist der, der das ganze Spiel programmiert. Aus Bewusstsein macht es einem möglich, Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn man dort noch keine Übung drin hat, das ist das Gleiche, wenn ihr vielleicht sagt, ich will Yoga machen. Ja, dann kann man das online anschauen oder kann sich mal einfach verschränken. Auch dort, wenn ich Yoga lernen will, ist es am effizientesten, wenn mir das jemand zeigt und mich von außen korrigiert. Und wisst ihr, das ist genau mein Job. Anhand von konkreten Beispielen den Leuten, den Klientinnen und Klienten können aufzeigen, was eigentlich genau abläuft, was Muster sind, wo man sich selber auf dem Schlauch steht, wo nicht nötig ist, für das man am Schluss nachher für sich auch neue Strategien, neues Verhalten, das eben am eigenen Selbstwillen kann eingesetzt werden kann, kann Erfahrungen damit machen. Und es gibt einen simplen Spruch. Die Welt und das Leben steht nie in meiner Regie. Das heisst, ich kann die Welt, das Leben und die anderen nicht verändern. Wenn ich neu nicht zufrieden bin, mit etwas nicht zufrieden bin, ist darum nicht die Welt und die anderen die Schuld. Sondern es ist wichtig zu wissen, dir selber steht immer in eurer Regie. Wenn etwas nicht passt oder mit etwas nicht zufrieden seid, habt ihr die Möglichkeit zur Veränderung. Jederzeit und immer. Weil wir konstruieren über unsere Konstrukte, über das Zusammenspiel von diesen Teilen, kreieren wir alle unsere eigene Wirklichkeit. Und die tut sich im Leben näher spiegeln. Und wenn ich mit dem, was im Spiegel bin, wenn ich mit dem, was im Spiegel sehe, nicht zufrieden bin, dann bringt es nichts, den Spiegel zu verteufeln oder den Spiegel zu zerschlagen oder den Spiegel auszuwechseln. Sondern wenn ich mit dem, was ich sehe, im Spiegelbild vom Leben nicht zufrieden bin, ändert etwas. Egal bei wem und wo. Ändert etwas. Das ist das, was ich euch empfehle. Wo auch dort ein Mutausbruch. Ein Mutausbruch hilft, sich selber wieder zu vorderst in die Reihe zu setzen. Nehmt die Möglichkeit wahr vom freien Willen. Wo, wie gesagt, den Rest vom Leben müsst nur ihr euch selber aushalten. Und mit ein bisschen Mut schafft ihr es, dass tatsächlich die Zeit zufrieden ist.
Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie komme ich denn zu dem? Ganz einfach. Ich zeige euch das kurz zeigen. Eine Möglichkeit ist, vielleicht seid ihr schon schauen, auf meiner Homepage, seht ihr dort, eine Variante ist eine klassische Einzelberatung oder ein paar Beratungen, die ich mache. Das sind einfach Möglichkeiten, sich selber zu erkennen, ein neues Verständnis für sich selber zu entwickeln, sich neu anders wahrnehmen und eben auch das Potenzial, das euch schlummert, zu entwickeln. Das Ganze mache ich auch im Businessbereich, also ich bin auch in Unternehmen tätig. Das hat einen einfachen Grund, kennt ihr auch. Wir verbringen ganz viel Zeit von unserem Leben mit Arbeit. Und Arbeit muss nicht ein Ort sein, wo ich mich abmühe, wo ich mich abmurkse und wo man da gegeneinander catcht, sondern man kann auch miteinander zusammenarbeiten. Und das Dritte ist, wenn ihr findet, oh, ich möchte mich sonst schon anderweitig auch noch ein mit diesem Thema auseinandersetzen, ich biete hier alles, im Moment halt einfach leider digital, in einem Monat ist der nächste Online-Vortrag. Und ich sehne mich auch und ich hoffe auch darauf, dass Live-Anlässe wieder möglich werden. Weil das ist das, was ich am schönsten finde, wenn Menschen zusammenkommen, alle im gleichen arbeiten, alle gehen immer davon aus, lecker, ich bin so etwas komisches, exotisches. Und wenn wir nachher so zusammen an diesem Thema arbeiten, merken wir am Schluss des Tages alle, hey, wir sind alles einfach Menschen. Und wenn wir offen, ehrlich in Dialog würde gehen, miteinander diskutieren, würde man feststellen, dass wir alle gar nicht so weit weg voneinander sind, dass wir alle mit etwa gleichen Ängsten, Nöteli, Sörgeli auseinandersetzen. Und das ist ja schon ein Mensch sein, wenn wir dafür anfangen, irgendwann mal wirklich miteinander auf unterwegs sein, statt gegeneinander. Ich verfichte dort die Meinung, das wird möglich sein, sobald wir mit uns selber anfangen, zusammen unterwegs sein und nicht übers Kopf hin und noch gegen uns selber kämpfen. Also dort findet ihr ganz viele Veranstaltungen, die dann auch nachher in der zweiten Jahreshälfte auch noch publiziert werden. Ich habe vorhin noch das Thema Spiritualität angesprochen. Auch dort der Tipp, wenn euch das interessiert, das Thema Spiritualität, Medialität, das ist nicht mein Steckenpferd. Ich kann euch auch dort das Psy-Zentrum, der Andreas Meile, empfehlen. Das ist sein Steckenpferd, weil wir dort auch an verschiedenen Anlässen einander ergänzen, wo auch dort miteinander geht einfacher, als dass jeder Anspruch hat, wie es mit dem Suppenlöffel gegessen zu haben. Wichtig ist, dass ihr nicht dafür habt, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Und die Entdeckungsreise, ich weiss, wir sind dran, wir wollen am liebsten zum Mond, wieder zum Mars und bis ans Ende der Galaxie. Für irgendwo eine Antwort zu finden, was wir sind. Ja, ich sage, es ist viel einfacher. Die Antwort liegt ja schon in uns. Also die Entdeckungstour empfehle ich nicht ins Aussen zu machen, sondern ins Innen. Sich gar gründen. Wo sind spannende Fragen? Wer bin ich? Was bin ich eigentlich? Was macht mich als Mensch aus? Was ist da für ein Fahrer oder für eine Fahrerin im Fahrzeug selber? Woher komme ich? Was mache ich eigentlich hier? Wo gehe ich hin? Weil Sinnfragen sind gerade in der heutigen Zeit essentiell. Wo die meisten von euch schon gemerkt haben, einfach nur arbeiten, essen, schlafen und fortpflanzen ist eine sehr einfältige Sache. Und für das ist das hier, was ihr habt. Das ist absolut luxuriös ausgelegt. Das kann man am Oben auch. Darum, nützt, was euch gegeben ist, macht euch auf die Entdeckungsreise. Und ich hoffe noch, dass ihr von hinten etwas mitnehmen könnt. Nun ist es so, aufgrund der Teilnehmerzahl, dass ich da nicht nur eine grosse Umfrage machen kann. Ich möchte aber gleich die Möglichkeit bieten, wer Fragen hat, bei wem Fragen auftaucht sind, oder wer mir ein Feedback weggeben zum Vortrag, schreibt mir einfach ein E-Mail. martin.graf@beyourself.ch und dann gebe ich sicher eine Antwort. Wer findet, oh, mal so eine Einzelberatung, so ein Einzelcoaching, das würde mich lusten, meldet mich einfach per Telefon, dann können wir einen Termin abmachen und alles andere findet ihr auf der Homepage. In diesem Sinn und Geist bedanke ich mich herzlich für eure Teilnahme und wünsche euch für morgen
schon eine gute Portion Mutausbruch. Traut euch mal etwas, traut euch aus euch rauszukommen, weil nur so könnt ihr euch beweisen, dass ihr dabei eben nicht wie beim Säbelzahntiger gefressen werdet, sondern dass es schlicht und einfach eine zufriedene und schöne Erfahrung ist, sich selber dürfen zu sein. Ohne Angst vor was auch immer für Kopfkino-Stories. In diesem Sinne, merci vielmals und ich wünsche euch allen ganz einen schönen Abend.